Putztag heute. So, liebe Videofreunde, es geht wieder mal los. Es ist viel zu spät, aber trotzdem, alles ist gepackt. Peppino ist sauber und ja, nach diversen Schwierigkeiten, gerade mit meiner Kamera, die hier abgestürzt ist, darf ich jetzt endlich losfahren. Und zwar geht es nach Hessen in meine zweite Heimat und dort werde ich auch Michael besuchen. Und wir werden uns auch zusammen treffen, dort in Bad Nauheim 2 Tage verbringen. Ja, und dann schauen wir mal, was alles so kommt. Keinen festen Plan, einfach mal raus. Ich hoffe, alles geht gut und mein Rücken spült mit. Und ja, hier bimmelt es überall. Jetzt muss ich losfahren, sonst komme ich heute überhaupt nicht mehr an. Meine erste Station ist Weimar. Und da starte ich jetzt los. War noch gerade mit dem Hund hier schön bei uns am See Gassi. Und jetzt geht's aber endlich los. Jetzt fahre ich das erste Mal hier in Jena raus. Ich wollte schon immer mal wissen, wie es nach diesen Steinmauern da so aussieht. Heute fahre ich das erste Mal hier lang.
bin ich. Das wird es sein. Links am Bahnhof Schanzenweg, dann erreichst du das Ziel. Siehst du? Oh ja, schön. Kann ich gleich mit Hunden die Gassi gehen. Schön. Das schaut doch ganz gut aus hier. Ich hoffe, dass ich hier stehen kann. Aber scheint so. Das schaut doch gut aus. Einmal frei. In Apolda. Mittlerweile ist es schon Mittag. Es ist schon 12:30 gleich. Und ich war heute früh schon mit Deuten schön Gassi gewesen. Bietet sich ja hier wunderbar an mit dem Park. War noch mal kurz im Städtchen und habe den Marktplatz ein bisschen aufgenommen. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und ich habe im Park einen Herrn getroffen, der dort scheinbar für die Ordnung und so weiter sorgt. Und der stand ganz in der Nähe von dem Schwan. Also die beiden standen sehr nah beieinander und er hat sich mit dem unterhalten. Und da bin ich hin und da habe ich gefragt, darf ich Sie mal was fragen? Und dann sagte er, ja, natürlich. Und da habe ich gefragt, warum denn der Schwan alleine ist. Das ist mir gestern schon aufgefallen, weil das ist ja sehr selten, dass Schwäne alleine sind. Die sind ja eigentlich immer im Paar. Naja, auf jeden Fall sagte er, ja, die anderen sind halt weggeflogen. Und er erzählte mir dann, die sind Silvester hier weggeflogen, die anderen, die hier waren, die haben sich erschrocken und sind auch nicht mehr zurückgekommen. Und er ist hier geblieben, weil er kann nicht fliegen. Sein Flügel ist kaputt. Und dann hat er mir aber erzählt, dass er schon seit 8 Jahren hier lebt, der Schwan, und sich da auch ganz gut integriert. Ich muss mal gerade umgreifen. So.
Und dass der sich ganz gut integriert, weil ich gefragt habe, ja, wenn dann so ein neuer Schwarm von Schwänen kommt, akzeptieren die den dann? Weil meistens ist ja so, wenn die merken, dass Tiere krank sind und so Einzelgänger sind, dass die dann auch gehackt werden und so. Nö, nö, sagt er, er setzt sich da ganz gut durch und er gibt Kontra und ja. Und er hat zu ihm halt einen besonderen Bezug. Und dann habe ich gefragt, ja, wie heißt er denn? Und er sagt, er hat keinen Namen. Und da habe ich gesagt, ja, wie, der hat keinen Namen, der ist ja schon 8 Jahre hier, der muss doch einen Namen haben. Nö, hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich einen Kanal habe auf YouTube und ich würde gerne mal meine Follower fragen oder unsere Follower fragen, ob die Ideen haben für einen Namen. Fand er gut, die Idee, haben wir die E-Mail-Adresse ausgetauscht, beziehungsweise ich habe ihm meine gegeben, Visitenkarte gegeben und dann habe ich gesagt, ja, also ich werde mal eine Umfrage starten bei uns und ich melde mich dann und sag dann Bescheid, für welchen Namen sich die Zuschauer entschieden haben. Also, ihr seid jetzt gefragt. Bitte, sagt doch mal eure Ideen, wie könnten wir denn diesen Schwan nennen? Und dann kriegt er einen Namen. Und den haben wir dann ausgesucht. Das fände ich doch eine schöne Idee. Also, schreibt mal unten in den Kommentaren, was ihr so für Ideen habt, wie man den Schwan nennen könnte. Ja, und jetzt geht's weiter Richtung Hessen. Jetzt fahre ich los. Der Scheffe. Na, Kleine. Hm. Hm. So ist das. Zuerst wird der Hund begrüßt. So ist es. Ja, was willst du denn da machen? Hm. Was willst du denn da machen? Hm. Ja. Gut. Ja. Hallo liebe Videofreunde, wir sind in dem Naturerlebniszentrum in Finkenrich, das ist im Saarland. Und ja, wir waren jetzt einen Tag in Bad Nauheim und haben gestern noch ein paar Leute besucht in Bad Nauheim und sind dann hier in Richtung Frankfurt-Hahn gefahren zu Michaels Arbeit, haben sein Auto abgegeben. Und sind dann abends noch weitergefahren auf diesen Stellplatz am Finkenrech. Und das ist sehr, sehr schön hier. Den wollen wir euch jetzt zeigen, bevor es nachher weitergeht. Allerdings ist das dann eine private Tour. Michael besucht ja seine Verwandten.
Und hier haben wir also praktisch einen Zwischenstopp eingelegt. Und es ist sehr, sehr schön hier. Da steht Michael, er lässt gerade nochmal die Drohne fliegen. Weil es ist nämlich landschaftlich ein recht schönes Gebiet. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen grau, weil hier jetzt Sonne einfach fehlt. Aber naja, trotzdem mal ein paar Aufnahmen machen. Also Platz ist hier für, ja, man sagt 3 Wohnmobile könnten hier auf dem Platz stehen. Aber wenn es so wie jetzt größere sind, dann wird es knapp. Aber wir haben hier gestanden und neben uns stand auch noch der Andi, den wir vorhin kennenlernen durften, mit dem wir auch noch ein bisschen geschwätzt haben. Hat Spaß, ey. Ich sag ja, unser, der läuft das Ding nur hinterher, wenn du irgendwas gibst. Sonst gibt's nichts. Super. Ja, das ist der Verein gemacht. Nee. In diesem Sinne, liebe Grüße, Andi. Ja, und jetzt wollen wir euch den Platz mal zeigen. Ich war jetzt selber noch gar nicht hier groß laufen, nur gestern Abend, kurz, da war es aber schon dunkel. Also man hat hier sehr viel Natur und im Frühling, Sommer ist das bestimmt wunderschön, ja. Also würde ich auf jeden Fall gerne nochmal hierher kommen. Ist alles sehr, sehr schön angelegt, die Gärten hier. Es gibt noch einen Rosengarten, aber ja, im Moment sind halt keine Rosen da, leider. Wir warten ja alle auf den Frühling. Also ich zumindest finde ich, es wird jetzt Zeit, dass Frühling kommt. Ja, und deswegen hier ist das dann bestimmt wunderschön, aber es ist einfach noch zu kalt. Es ist echt kalt und es wird noch kälter und es sind immer mal so ein paar Schneeflöckchen, die jetzt hier runterkommen. Und die Woche haben sie ja richtig kalt gemeldet und nochmal Schnee und Schneeregen. Das Wetter wird nicht mitspielen. Müssen wir das Beste draus machen.